Ich freue mich jetzt aber, dass es um das nächste Thema geht, einen echten Showroom für Beton, nämlich die neue Konzernzentrale von Heidelberg Zement. Sie bietet nicht nur 1000 Mitarbeitern Platz, sondern zeigt auch ja, darüber hinaus beispielhaft, was mit dem Baustoff Beton heutzutage überhaupt alles möglich ist. Hierfür begrüße ich ja, Alexander Humbert, er ist Gebietsleiter bei Heidelberg Beton für Kurpfalz-Karlsruhe und zu dem Geschäftsführer bei der Heidelberg Beton Donau-Iller. Ich übergebe das Wort an Sie. Sie sind nun live, Herr Humbert. Wunderbar, vielen Dank, Frau Gottschalk, für die Einführung. Wie schon erwähnt, liegt in meinem Verantwortungsbereich das Führen von den Transportbetonwerken um Heidelberg und somit hatten wir die ehrenvolle Aufgabe, den Beton zu produzieren und zu liefern für unsere neue Hauptverwaltung, unserer Muttergesellschaft, die Heidelberg Zement AG. Und genau, der Titel sagt schon, ein Showroom für Beton. Der Vortrag ist in erster Linie gestaltet nach, ja, sind ein paar schöne, bunte Bilder enthalten. Wenn es im Nachgang auch betontechnologische Fragen gibt, können Sie natürlich gerne stellen. Wir versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Ja, die Planungen liefen tatsächlich schon relativ lange zurück, dass die Heidelberg Zement AG ihre alte Hauptverwaltung erneuern möchte. Und irgendwann war es dann soweit. Man hat einen Architekturwettbewerb gemacht und das Architekturbüro Albert Speer und Partner hat diesen Wettbewerb gewonnen. Und die neue Konzernzentrale gebaut oder geplant, nicht gebaut, gebaut hat sie jemand anderes. Sollten knapp 1000 Mitarbeiter Platz finden. Es war ein Budget eingeplant von knapp 100 Millionen und die Bruttogeschossfläche sind knapp 50.000 Quadratmeter, welches das Gebäude in drei Komplexen jetzt zur Verfügung hat. Genau, es ging 2017 los. Das alte Gebäude wurde abgerissen. So sah das ja früher aus. Im Hintergrund die alte Hauptverwaltung, vorne die alte Kantine ist bereits weg. Im Juni, im Sommer 2017, war die Baugrube ausgehoben, der Verbau wurde gemacht, es war die Grundsteinlegung und es konnte im Prinzip offiziell losgehen. Unser Team, sowohl von dem Herstellwerk als auch natürlich von unseren Laborkollegen, waren sehr, sehr früh in die Planungen mit eingebunden, was die Betonsorten, die Betonrezepturen und so weiter anging. Hier mal ein Beispiel, dass Sie so ein Gefühl dafür kriegen, was da so passiert ist. Ja, also es wurde natürlich viel Sichtbeton im Endeffekt eingebaut in dem Gebäude, wurde auch Weißbeton eingebaut. Und wir haben hier mal exemplarisch 12 verschiedene Muster, die sich wirklich teilweise nur von, also in ganz, ganz kleinen Nuancen unterscheiden. Also es war klar, okay, die Ansprüche sind verdammt hoch und wir müssen hier gemeinsam mit den Laborkollegen und auch der ausführenden Baufirma irgendwie den Architekt und den Bauherr zufriedenstellen, damit die ja, durchaus hohen Ansprüche von Heidelberg Zement hier befriedigt werden können. Es wurden natürlich Musterwände gebaut auf dem Bauhof der ausführenden Bauunternehmung, ganz, ganz viele. Es wurden verschiedene Betonrezepturen ausprobiert, es wurden verschiedene Schalungen ausprobiert. Das Thema Schalöl war ein ganz großes, welches Schalöl ist das Richtige. Und dann hat man sich, wie das halt so ist, um die Musterwände versammelt, hat es angeguckt und nach dem ersten Termin war mir klar, uiuiui, das wird ein sehr ernstes und ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema. Ne? Also auf der rechten Seite sieht man, da hat zum Beispiel ein Architekt auf die Musterwand ein kleines Rechteck eingezeichnet und hat dann dazu geschrieben, ja, so wie in diesem einen Rechteck. Fände ich das toll, wenn die Farbe überall wäre. Ja, jetzt wissen alle, die was mit Beton zu tun haben, ganz so easy ist es dann nicht, weil so ein bisschen ein Eigenleben hat der Beton ja dann schon. Aber die Muster haben gut geklappt. Wir haben uns dann im Endeffekt auch auf diverse Rezepturen geeinigt. Man hat auch bestimmte Nuancen, Farbnuancen ausgesucht und es ging dann auch irgendwann los. Ja, das Gebäude nimmt
langsam Formen an. Die ersten Bodenplatten wurden gemacht, die ersten Decken wurden gemacht. Auch logistisch war das eine Herausforderung, da teilweise bis zu 3 Transportbetonwerke im Einsatz waren und bei Großbetonagen, also gerade die Bodenplatten, wurden in Stoßzeiten mit bis zu 19 Fahrmischungen beliefert und man hat aus Rücksicht zu den Nachbarn eine Straße, die hier rechts ausgeixt ist, quasi hat man gesperrt für den Lkw-Verkehr. Man wollte neben dem normalen Baulärm, wo da entsteht, den Nachbarn nicht noch zumuten, dass da ständig irgendwelche Lkws rumfahren. Jetzt ist da links sieht man die Berliner Straße, das ist eine stark befahrene Straße und können sich vorstellen, wenn da 19 Fahrmischer ständig unterwegs sind, im Umlauf sind, dann muss man da schon gucken, dass man das koordiniert. Hat aber gut geklappt. Man braucht halt die entsprechenden Einweiser, die da die Fahrmischer reinlassen, rauslassen und in die entsprechenden Plätze zuweisen. Und wenn man das im Vorfeld plant, funktioniert es auch wirklich sehr, sehr gut. Generell gilt auch zu sagen, ich glaube, ein Erfolgsgarant für die Betonlieferungen, auch die Betonqualität, die da abgeliefert wurde, war, dass im Vorfeld sich ein Sichtbetonteam, wie es auch üblich ist, sich gebildet hat und allen und alle, sowohl die Betontechnologen als auch die ausführende Firma, wir als Hersteller an einem Strang gezogen haben, um die hohen Ansprüche zu realisieren. Es war klar, dass das nur funktioniert, wenn wir zusammen da in eine Richtung marschieren und irgendwelche Quengeleien, dass der eine über den anderen schimpft, das war tatsächlich in keiner Situation gegeben. Es haben alle in die gleiche Richtung geblickt und das hat auch später zum Erfolg geführt. Wir haben in Summe knapp 34.000 Kubikmeter Transportbeton geliefert. Es wurden auch 7.000 Tonnen Stahl verbaut. Man sieht auf dem Bild ganz gut, wo der ganze Stahl auch hingegangen ist. Also wirklich stark und eng bewehrt das Ganze. Das Bild hier ist eine Betonage, die im November stattgefunden hat. Hier hat man außerdem auch unseren Chronokret F eingesetzt, um auch bei der kalten Witterung die Festigkeitsentwicklung entsprechend gewährleisten zu können. Man sieht im Hintergrund die Kollegen, die die Decke hier direkt kletten. Man hatte auch zeitliche Restriktionen, die wir einhalten mussten. Also es durfte jetzt nicht bis spät in die Nacht auf der Baustelle gearbeitet werden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie es jetzt war, aber ich glaube um 20 Uhr musste da fertig sein und auch vor 6 Uhr morgens durfte da nichts passieren. Also auch da war alles sehr, sehr eng getaktet. So, das betontechnologische Highlight und auch das optische Highlight meines Erachtens von dem Gebäude sind die sogenannten Baumstützen. Die 3 Kollegen hier stehen im Foyer von der Hauptverwaltung und halten die Decke. Also die 3 Teile haben nicht nur eine optische Funktion, sondern ja, durchaus auch eine statische Funktion. Und ja, es stellte sich die Frage, wie bekommt man diese sehr, sehr eng bewehrten Teile mit einem weißen Sichtbeton in Sichtbetonklasse 4 natürlich befüllt. Und da wurde relativ schnell klar, von oben wird es nicht funktionieren, weil man über die Höhe nicht bis mit einem Schlauch bis runter kommt, bis zur Unterseite von der Form. Und ja, damit müsste man übertrieben gesagt den Beton oben reinkippen, bis er unten ist, hätte er sich vermutlich entmischt und deswegen war klar, man muss die Formen oder die, ja, die Formen von unten befüllen, also von unten der Beton in die Schalung drücken. So sieht oder so sah eine Schalung aus von der Baumstütze. Man sieht hier grün umkringelt die 3 Einfüllstützen an der Unterseite. Die Firma Peri war der Schalungshersteller von der Form und die haben da auch ihr Know-how entsprechend mit eingebracht
dass wir hier gut und sicher betonieren konnten. So sah das Ganze dann später aus. Man sieht die Abzweigung in alle drei Einfüllöffnungen an der Form. Auch ein entsprechender Schlagschieber hat man noch angebracht, sieht man auf dem linken Bild, um halt nach Bedarf auch die Einfüllgeschwindigkeit drosseln zu können, weil wichtig war, dass die Form, dass alle drei Teile der Form gleichzeitig befüllt werden. Ne? Es waren auch diverse Sichtfenster in der Form angebracht, sodass man auch wirklich optisch überprüfen konnte, okay, wo sind wir denn? Müssen wir irgendwo zu oder müssen wir irgendwo abgeben, einem der drei Teile? Das war nicht der Fall. Es hat wirklich sich sehr, sehr gleichmäßig von unten befüllt. Und was für uns auch neu war, in der Form waren verschiedene Sensoren verbaut, mit denen der Schalungsdruck der Form dauerhaft überwacht werden konnte. Ne? Das haben natürlich viele schlaue Leute im Vorfeld gerechnet, wie wohl der Schalungsdruck sein wird, was die Form auszuhalten hat und uns kann man ja alles errechnen. Aber die Erfahrung zeigt uns ja, dass Theorie und Praxis manchmal nicht immer zu 100% deckungsgleich sind. Auch hier war das nicht ganz der Fall. Wir hatten tatsächlich etwas mehr Schalungsdruck, als errechnet wurde. Allerdings war der Schalungsdruck noch so, dass die Form das natürlich ausgehalten hat. Es wurde aber dauerhaft überwacht und man hätte im Prinzip einschreiten können, wenn der Schalungsdruck zu stark gewesen wäre. Auf dem rechten Bild sieht man, da hängt ein Laptop dran oder natürlich mehrere Laptops, mit denen man den Schalungsdruck hat überwachen können. Als die erste Betonage oder die erste Stütze betoniert war, waren wir alle sehr, sehr happy, verständlicherweise, dass das so gut geklappt hat. Hier auf dem Bild sieht man auch noch, wie engmaschig das alles, wie eng das alles bewehrt ist. Ne? Der Beton ist ja teilweise wirklich nur ein kosmetisches Detail um diese Baumstütze rum. Beim Aufklappen der Schalung waren natürlich alle ganz aufgeregt. Oh, hat sich's gut verteilt? Gibt es irgendwelche Kiesnester oder was auch immer? War alles nicht der Fall. Ne? Also es kam wirklich in der tollen Qualität hier raus. Dann galt es natürlich während der Bauphase, diese Baumstützen auch zu schützen. Also die wurden eingepackt mit Vlies, dass da ja niemand entgegenkommt und irgendwie ein aus Versehen Eck hier beschädigt. Auch diverse andere Produkte kamen hier zum Einsatz, unter anderem auch unser Porenleichtmörtel, also unser Poriment, auch diverse Fließestrichprodukte, unser Anhement und auch unser Zemflow kam hier zum Einsatz. So, und so sah das Ganze dann, wir haben es vorhin schon in dem einen oder anderen Vortrag gesehen, wie das im Endeffekt aussieht. Also so sieht's jetzt aus in unserer Hauptverwaltung, in unserem Foyer, kann sich also durchaus sehen lassen. Und wir sind natürlich als Transportbetonhersteller da sehr stolz, dass wir da einen wesentlichen Teil mit dazu beitragen durften. Natürlich wurden nicht nur diese drei Baumstützen in Sichtbetonqualität ausgeführt, sondern auch viele, viele Sichtbetonwände in verschiedenen Gebäudeteilen. Das ist die sogenannte Magistrale, die zieht sich durch alle drei Gebäudeteile durch. Ne? Also man sieht wirklich, der Beton kam hier wunderbar raus, auch die Details, die Ankerlöcher und so weiter. Also es ist wirklich alles, hat alles wunderbar geklappt. Generell waren die ganzen Weißbetonflächen nicht alle in EasyCrete SV, also in selbstverdichtendem Beton geplant. Aber nachdem die Bauunternehmung Erfahrungen mit unserem selbstverdichtenden Beton gesammelt hat, haben die gemerkt, erstens, es geht relativ fix, wenn wir eine Sichtbetonwand tunieren und müssen hier nicht rütteln oder sonst was machen. Der Beton verteilt sich sehr, sehr gut und vor allem die Nacharbeiten waren bei weitem nicht so aufwendig, wie wenn man einen nicht
selbstverdichten, also konventionellen Sichtbeton eingebaut hätte. Und somit, ja genau, haben die von sich aus dann gesagt, okay, wir nehmen den Mehrpreis in Kauf, weil wir im Endeffekt dann weniger Betonkosmetik an den Teilen machen müssen und auch beim Einbau weniger Stress haben. Das Bild ist eine Draufsicht von den Unterzügen der Casino-Decke, die später dann, sehen wir gleich, auch sichtbar sein sollten in SP4-Qualität. Diese Unterzüge mussten in einem Stück betoniert werden. Also der Beton musste sich in den Unterzügen entsprechend gleichmäßig verteilen. Auch hier ist ein EasyCrete SV, also ein selbstverdichtender Beton, als Weißbeton zum Einsatz gekommen. Man sieht auf dem Bild, man hat da zwei Stellen ausgewählt, indem man den Beton mit zwei Pumpen eingefüllt hat, von denen wir dachten oder sich die Bauunternehmung auch dachte, da verteilt sich der Beton am besten. Auch ein Highlight, so sieht das Ganze jetzt im fertigen Zustand aus. Also man hat von unten wunderbar, sieht man die Unterzüge in weißem Sichtbeton. Die Zwischenräume wurden abgehängt und mit Lampen versehen. Die Trapeze, die man hier sieht, haben übrigens alle eine verschiedene Geometrie. Ja, also das ist besonders in diesem Raum. Und ja, auch hier fast schon wöchentlichen Abstimmungen im Sichtbeton-Team hat wesentlich dazu beigetragen, dass hier ein gutes Ergebnis zum Schluss rauskommt. Was es auch noch gab, es gab eine Kuppeldecke zu betonieren. Da kam logischerweise kein selbstverdichtender Beton zum Einsatz, der wäre ja neben runtergelaufen. Aber auch eine Kuppeldecke ist nicht ganz so einfach zu betonieren. Vor allem die Ansprüche an die Schalung waren sehr, sehr hoch. Die Schalung wurde geschliffen und lackiert. Sie wurde komplett eingehaust mit einem Zelt, weil das Ganze im November gestaltet wurde. Also die Vorarbeiten von der Bauunternehmung waren da wirklich riesig für diese Kuppeldecke. So sah das Ganze dann aus, als es betoniert war. Es ist wirklich 0,0 Kiesnester zu erkennen. Hat reibungslos funktioniert. Das Endergebnis ist dieses hier. Ja, also da ist die Lichtinstallation entsprechend angebracht und durch diese Deckenelemente sieht man im Hintergrund die Kuppeldecke durch. Ja, hier nochmal verschiedene SP4-Wände im Gebäude, wie man hier sieht, überall in verschiedenen Qualitäten. Also es kamen nicht nur SP4-Sichtbetonwände sind in dem Gebäude, es sind auch SP3- und SP2-Wände sichtbar. Hier haben wir, was ist das wohl, ein Bereich, wo man sich aufhalten kann, neben den Büros. Wo man sieht, da wurde jetzt nicht kosmetisch nachgearbeitet, sondern da ist die Wand so, wie sie tatsächlich rauskommt. Das Bild zeige ich besonders gern, weil man auf der rechten Seite einen Riss sieht. Ja, auch die Sichtbetonwand wurde nicht wirklich nachbehandelt und wie wir alle wissen, gehören Risse teilweise einfach dazu zu Beton. Hier in der Kaffeeküche, ja, also Flecken von der Schalung, man hat es einfach so gelassen und wir als Betonmenschen finden es natürlich ganz, ganz toll, wenn die Flächen einfach auch das Leben und nicht aussehen, als ob sie aus Plastik wären. Das ist ein Bild von außen nochmal, der Eingangsbereich, also auch die Außenanlagen, die Pflastersteine, die Terrassenplatten wurden von Heidelberg Zement Töchter, in dem Fall von Litem Plus, geliefert. Hier sind logischerweise auch Heidelberg Zement Produkte im Einsatz, auch die Fertigteile an Fassade und im Eingangsbereich wurden mit Heidelberg Zement Baustoffen gemacht und das Gebäude war dann Anfang 2020 fertig und unter
ja, strengen Corona-Bedingungen fand dann nach und nach der Einzug statt und mittlerweile ist es bezogen, die Leute fühlen sich wohl. Die Frau Gottschalk auch, ja, ist eine von wenigen hier in unserer Runde, die in der neuen Hauptverwaltung sitzen darf. Genau. Und unterm Strich muss man sagen, war das wirklich ein tolles Projekt. Wir sind stolz, dass wir mitmachen durften. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann gerne jetzt oder selbstverständlich auch im Nachgang, wenn Sie sich an mich wenden unter den Kontaktdaten hier. Genau, dann wäre ich am Ende. Ja, vielen Dank, Herr Humbert. Wirklich ein wunderbares Produkt der EasyCredit, nochmal als schöne Anwendung. Das ist ein echter Showroom unserer HV. Aber Sie haben es ja auch rausgehört. Wichtig ist die Abstimmung aller Baubeteiligten, weil sonst kann man mit dem besten Produkt nicht diese hervorragenden Ergebnisse erzielen. Also da gehört auch immer wieder noch eine Baufirma und das Fachpersonal, was vor Ort das Ganze umsetzt, mit dazu. Zwei kleine Fragen. Zum einen nochmal zu diesen Baumstützen im Foyer. A, wie hoch sind die und ist da eine spezielle Pumpe zum Einsatz gekommen? Also musste da irgendwas beachtet werden? Weil Sie haben ja gesagt, das wurde von unten eingepumpt. Also die drei Baumstützen sind jeweils 12 Meter hoch und halten ja auch die Foyerdecke, die natürlich sehr, sehr groß ist. Auch statisch wurde da natürlich ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt, weil die Baumstützen, die stehen auf sogenannten Europilsen, die die Last nach unten abtragen. Unten drunter ist ja eine Tiefgarage, da ist ja nicht einfach nur Bodenplatte, sondern die Last muss ja entsprechend abgetragen werden und nach unten weitergeleitet werden. Da kamen die Europilse zum Einsatz und zum Thema Pumpen. Also es kam eine ganz normale Betonpumpe zum Einsatz, die auch wirklich mit einem sehr, sehr sachten Pumpendruck gepumpt hat. Man denkt ja, da muss richtig, das muss richtig krachen hier, dass der Beton da auch gedruckt wird. Nee, muss es tatsächlich nicht. Also die haben ganz, ganz sachte auf der kleinsten Stufe den Beton da reingedrückt. Und die Sichtbetonwände, die man gesehen hat, also die Musterwände, die wir gemacht haben, da haben wir natürlich auch schon ausprobiert, was passiert, wenn wir die von unten befüllen und so, um da Erfahrungen sammeln zu können. Also pumpenmäßig nichts Besonderes, alles ganz normal. Ja. Okay, und als abschließende Frage, das ganze Gebäude ist ja auch als DGNB Platin zertifiziert, also das hat auch den hohen Anspruch gehabt der Nachhaltigkeit. War jetzt für Sie als Betonhersteller, Transportbetonhersteller, da irgendwelche besonderen Maßnahmen zu erbringen oder umzusetzen, um diesen Standard vom Gebäude her zu erreichen? Ja, also unsere Betonwerker im Gebiet Kurpfalz-Karlsruhe waren ja, da sind wir ein bisschen stolz drauf, die ersten in Deutschland, die CSC-zertifiziert waren, in Gold. Und das ist natürlich ein wesentlicher Beitrag, wenn ein Gebäude nach DGNB zertifiziert werden soll, egal ob jetzt Gold- oder Platinstandard, dass die Baustoffe, die da gebaut werden, ein entsprechendes Zertifikat haben. Und beim Beton ist es die CSC-Zertifizierung, die da auch ja, einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Ja, das war notwendig. Das haben wir gemacht. Und haben mittlerweile die SRE-Zertifizierung hinter uns, können da dauerhaft zertifizierten Beton liefern. Genau. Also es ist keine Einmalsache, sondern es ist auch durch die Rezertifizierung bestätigt und auch weiterhin Genau. für alle Kunden verfügbar. Nee, sehr schön. Genau. Genau.